Pilztee. Baumschwämmen. Zum Beispiel Zunderschwamm. Oder Birkenbohrling, 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 Birkenbohrling. Baumschwamm, auch Fichtenporling genannt. Pilztee, 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 Pilztee. Pilztee. Oder flacher Lackporling. Es gibt ja nur psychologische Pilze, die einem auf das Gedächtnis schlagen und man Erinnerungen hat von göttlichen Erfahrungen, indem man sich dem Tod hingegeben hatte und dadurch ewig sich selbst nicht sehen konnte, außer im Spiegel der Zeit, räumlich und zeitlich ovulisiert. Pilztee. Ja, und Zunderschwammtee von der Buche schmeckt anders als Zunderschwammtee von der Birke. Und von der Birke schmeckt anders als von der Buche und der Fichtenporling, der rotrandige Baumschwamm von der Erle. Auf der Erle gewachsen schmeckt anders als auf der Fichte gewachsen. Mmh, was für Aromen! Schmecken nach Pilz, oft auch bitter, aber sie machen warm von innen. Pilztee.